Also ich bin in eine Frau verliebt und diese drei Frau, unzertrennliche junge Russen zieht es 1990 unmittelbar nach dem Mauerfall nach Berlin. Ihre Erlebnisse im Großstadtdschungel erzählt die Bestseller-Verfilmung Rossendisco. André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Alle waren so glücklich und noch 6 Monate nach der Wiedervereinigung am Feiern. In Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft. Vorlage war das gleichnamige Buch des aus Moskau stammenden Autors und DJs Wladimir Kamina. Zur Premiere am Potsdamer Platz gab es Wodka und Live-Musik. Kamina, der das Drehteam unterstützte und sogar eine kleine Gastrolle übernahm, war selbstverständlich mit dabei. Autoren, so behutsam mit meinem Stoff umgegangen sind. Meine Geschichten sind gut erkennbar, alle Witze sind deutlich von mir. Und die Liebesgeschichte, die sie da reingeschrieben haben, vielleicht ist sie zu romantisch, aber mein Gott, ich glaube, jeder Film braucht eine romantische Liebesgeschichte. Wir verkaufen Gurkenbier. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier. In der Hauptrolle ist Matthias Schweighöfer als Wladimir Kamina zu sehen. An seiner Seite spielen Friedrich Mücke und Christian Friedl. Regie führte Oliver Ziegenbalg. Ja. Russischer Heizabschneider! Ich bin total geehrt, dass ich das machen durfte, dass ich mal Wladimir Kamina spielen durfte, dass ich seine Energie so weitergegeben habe. Das macht mich schon sehr stolz, ja. Schlaft schön. Wenn wir den Film authentisch hätten machen wollen, mit drei Russen, die Russisch sprechen, dann wäre 80% in dem Film Russisch gesprochen werden. Und dieser Film hätte es in Deutschland nie gegeben. Der wäre nicht produziert worden. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Film eben nicht authentisch zu machen, zu sagen, es ist eher ein nostalgischer, ein romantischer Blick zurück. Und damit war für uns dann der Weg frei, es davon völlig loszulösen. Die Russendisco ist für die Berliner Russen und alle anderen Heimatlosen ein Stück Heimatersatz geworden. Russendisco ist Großstadtmärchen und Multikulti-Geschichte zugleich. Ab sofort in den deutschen Kinos. Eine Reisegruppe aus Spanien führte uns in ihre Rituale ein. Und der ehemalige Flieger bei der sowjetischen Armee Ivanov scheiterte bei seinem Versuch, seine Flüge von damals fortzuführen. Super, super, super gut. Ja, normal, super gut. Super, super, super gut. Ja, normal, super gut. Super.